Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig. Ein Gedicht. Oder nicht? Ratter, Ratter, Klack, Rast. Ein Automat wurde zur Literatur gemacht. Die schiere Größe, die Typo, das Berühren des Knopfes, der das Rattern der Lettern in Bewegung setzt. Der Sinn erschließt sich nicht sofort, aber die Sinnlichkeiten wirken. Die Form macht die Musik, der Text bringt sie zum Erklingen. Sie macht aus Worten, Blättern und Lettern ein Gemälde und erweitert den Sinn des Gelesenen. Ästhetik macht Literatur erfahrbar, zum Greifen, Sehen, Hören nahbar. Sinn, der greift und inspiriert zu neuen Welten und Werken. So schöpft die Literatur aus sich selbst heraus, schafft ihren eigenen Kreislauf, erinnert an Vergangenes, hält in der Gegenwart und wagt einen Blick in die Zukunft. Inspiration macht Literatur. Und so macht es auch der Poesieautomat. Er schafft aus sich selbst Neues. Jeder Druck führt zu neuen Zeilen. Jeder Betrachter zu neuer Bedeutung. So viele Varianten ein Automat von Gedichten entwerfen kann, so viele Varianten entwerfen Literaturlesende. Jeder schafft seine eigene Version, legt das Geschriebene neu aus, blickt durch seine Zeit, Erfahrung und Stimmung. Interpretation macht Literatur immer wieder neu erlebbar. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ein Gedicht. Sicherlich. Ich habe ein Klavier gefunden, doch leider war es leer. Es fehlte nicht an Tasten oder Tönen, es fehlte mir an dir. Wenn niemand es zum Erklingen bringt, dann hat es keinen Wert. Wenn niemand hört und mit den Augen singt, dann hat es nur gestört.